Herzlich willkommen zu einem neuen Command Tutorial. Und zwar geht es diesmal um den Command slash Particle. Natürlich nicht Particle, sondern Particle. Und zwar ist der Syntax slash Particle Name XYZ, XD, YD, ZD, Speed, Count und Player oder Entity. Und ich mache das einfach mal im Command Block, damit das Ganze besser zu zeigen geht. Damit kann man halt Partikel erscheinen lassen. Was Partikel sind? Partikel sind zum Beispiel, kann ich das jetzt irgendwie zeigen? Ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, das über der Fackel sind Partikel. Also das da und das da. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene. Zum Beispiel gibt es Angry Villager. Jetzt muss man den die Koordinaten vom Startbereich angeben. Da nehme ich jetzt einfach mal einen Block über den Command-Block, also mit diesen relativen Koordinaten. Und dann die Ausdehnung in die XYZ-Richtung. Da ist jetzt nicht, sind keine negativen Werte möglich, sondern ich könnte jetzt zum Beispiel 0, 0, 0 nehmen. Und jetzt müsste ich halt noch die Speed angeben. 0.1 nehme ich jetzt einfach mal als Speed. Und das wäre jetzt Angry Villager. Und wenn ich jetzt hier die Speed auf 1 ändere, passiert nichts, weil manche Partikel eine vorgelegte Geschwindigkeit haben, die man nicht ändern kann. Gut, dieser Partikel hat anscheinend eine festgelegte Geschwindigkeit, die sich nicht ändern lässt, aber der Count lässt sich ändern, also wie viele Partikel das sein sollen. Da sieht man es vielleicht. Ich dehne das Ganze mal, 0,5 Blöcke, das macht schon großen Unterschied, diese Komma-Werte bei Partikeln, in die X-Richtung aus, und man sieht schon, das ist schon deutlicher Unterschied. Es ist halt so bei slash Partikel, dass es für jeden Partikel eigene Werte gibt und man nie genau festlegen kann, also 0,5 ist genau so viel, weil die Partikel bewegen sich auch. Und wenn ich jetzt hier 10, also wenn ich jetzt hier 10 nehme, sind das halt nur 10. 0,1 nehme ich jetzt, das wären dann nur so viel, es ist dann nur so viel. Und wenn ich jetzt einfach mal hier 0 lasse und es nur in die Y-Richtung ausdehne, also so, dann sehen wir halt, dehnt sich der Effekt in die Y-Richtung aus, und damit kann man ziemlich viele coole Sachen machen. Ich lasse das jetzt einfach mal nur bei der ganz normalen Form, also ohne, ich lasse es einfach mal ohne Ausdehnung. Und man kann halt noch Block und was kann man dahinter schreiben? Hab ich vergessen. A Player oder Entity. Ja, man kann das jetzt halt hier noch auf den Player drauf machen. Also LP wäre dann bei mir. Also wenn ich den Knopf treffen würde. Sehen wir. Hat man es gesehen? Es ist über mir erschienen. Ja, kann man zwar auch mit Execute machen, aber ja. Was soll's? Es gibt natürlich nicht nur Angry Villager, sondern auch noch ganz viele andere. Zum Beispiel Block Crack Unterstrich, jetzt die Block-ID, und zwar nicht Minecraft blablabla, sondern die alte Block-ID, die Zahlen-ID und Unterstrich und die Metadaten-ID. Also das wäre jetzt Stein. Und da sehen wir schon, Block Crack ist halt die. Ist halt, wenn der Block abgebaut wird. Und ich nehme jetzt hier davon mal ein bisschen mehr, sonst ist es ein bisschen komisch. Und wir sehen schon, wenn wir nur einen nehmen, also die Partikel bewegen sich halt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mehr Speed nehme, dann werden die Partikel, also der eben hat sich halt nur nach oben ein bisschen bewegt, dann werden die Partikel sich halt, jetzt sieht man schon, Speed hat geklappt, wenn die Partikel sich halt normalerweise auch schneller bewegen.
Wie soll man sagen? Ach so, ich habe die Ausdehnung genommen. Ach, ich habe Speed 100 genommen. Also man sieht schon, wenn man mehr Speed nimmt, dann sollten sie sich normalerweise auch größer ausdehnen. Tun sie aber in dem Fall nicht. Sehr seltsam. Hat er auch eine festgelegte Geschwindigkeit? Ah, ich glaube, ich weiß, was los ist. Die Geschwindigkeit ist sehr langsam, also braucht einen sehr großen Wert, damit das überhaupt einen Unterschied macht, oder? Sehe ich das richtig? Vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Vielleicht gibt es auch gar keinen Unterschied. Ich weiß es halt gerade nicht, auf jeden Fall. Nehme ich mir 10 Partikel. Und nehme als nächstes Block Dust. Unterstrich. Dann die Block-ID und die Block-Meta-ID. Das ist der Staub, während man den Block abbaut. Also während man den Block abbaut. Und diese Partikel fallen nach unten. Und hoffentlich ist es jetzt so, dass sich hier mal die Geschwindigkeit ändern lässt. Ja, endlich. Die Geschwindigkeit lässt sich ändern und man sieht schon, wenn man die... Selbst so geringe Werte machen schon so einen großen Unterschied. Also 1 und dann werden sie sich auch, weil sie nach... Also Partikel verschwinden immer nach einer gewissen Zeit. Und wenn sie halt schneller sind, dann können sie halt länger fliegen und fliegen auch dementsprechend weiter. Eben konnte man die Geschwindigkeit leider nicht ändern. Dann haben wir Bubble. Bubble sehe ich jetzt gar nicht. Wo ist die Bubble? Wo ist die Bubble? Wo ist die Bubble? Wo ist die Bubble? Besonders das mit der Ausdehnung kann man hier festlegen. Weil die Ausdehnung ist halt nicht die Ausdehnung, wo die Partikel hinfliegen, sondern nur die Ausdehnung des Startbereichs. Wenn wir jetzt hier wieder Block Dust 1-0 nehmen und die Ausdehnung ein bisschen nach oben geht, dann ist die Geschwindigkeit ziemlich langsam. Sehen wir halt schon, ist der Startbereich, in dem die Partikel sind, dieser Block bis dieser Block. Ja, das hat jetzt... Ach, ist sie gar nicht. Was war denn da? Behauptet ihr irgendwas, aber ist es gar nicht so. Jetzt ist der Startbereich so groß. Wenn wir jetzt halt 5 nehmen, sehen wir, ist der Startbereich überall und die 10 Partikel werden auf diesem Bereich verteilt. Ist ein bisschen... seltsam, also nicht seltsam, aber die Partikel bewegen sich halt immer anders und Bubble funktioniert jetzt gar nicht, deutlicherweise. Das ist schnell, ich stelle es halt wieder auf 0,1. Das ist die Cloud, das sind die Effekte von der Wolke, wie ihr seht, hoffentlich, da. Es sind gar nicht die Effekte von der Wolke, ich bin dumm. Es gibt ja keinen Wolkeneffekt. Das sind die Wölkchen, wenn man stirbt. Also die kennt man vielleicht, wenn man stirbt, dann gibt es solche komischen Wolken. Und Crit ist der kritische Treffer. Also wenn man einen von oben schlägt, sollte ein PvP-Profi kennen. Also ich bin jetzt keiner, aber wenn man PvP-Profi ist, sollte man das kennen. Das sind jetzt hier ein bisschen wenig Effekte. Ein bisschen wenig Partikel. Kann man vielleicht schon ein bisschen merken jetzt. Nehmen wir die Ausdehnung wieder auf 0. So, damit es einfach nur der kleine Startbereich ist. Dann als nächstes haben wir Depth Suspend. Das sind diese Effekte am Bedrock, also das ist ziemlich wenig. So mini klein, dass man die fast gar nicht sieht. Bewegen sich, also es sind solche kleinen Wölkchen, die sich fast gar nicht bewegen. Also hier sieht man es.
fast gar nicht bewegen würde sich. Okay. Also wer es jetzt mit dem Startbereich noch nicht verstanden hat, der Startbereich geht von dieser Position und dehnt sich dann so viel in die X-Richtung aus, so viel in die Y und so viel in die Z-Richtung. Und diese 100 Partikel verteilen sich in diesem Startbereich, bewegen sich dann je nachdem, wie die Geschwindigkeit ist, in diesem Startbereich. Also, ja. Ich habe jetzt hier ein bisschen lange drumherum gelabert. War wahrscheinlich jetzt ein bisschen dumm. Und zu wenig Partikel gezeigt. Deswegen versuche ich das Ganze mal ein bisschen schneller zu machen. Drip Lava, ein äußerst interessanter Partikel. Nämlich einer, der sich, wie man sieht, auch fast nicht bewegt. Das ist nämlich die Tropfen von der Lava. Deswegen muss ich das mal ein bisschen hier zum Beispiel in die Z-Richtung ausdehnen, damit man das vielleicht mal ein bisschen... Okay, jetzt sind sie so ein bisschen, ne? Also es sind die Partikel, die schweben kurz in der Luft und fallen dann zu Boden. Das sind halt die Tropfen von der Lava. Dann haben wir Drip Water. Das kann man sich eigentlich auch schon denken. Das ist dasselbe nur mit Wasser. Und wir haben einen langen Namen, Enchantment Table. Was das ist, ist klar. Nämlich diese komischen Teile vom Enchantment Table, die sich dann langsam nach unten bewegen. Gut, man kann denen natürlich jede beliebige, jede beliebige Form geben, wie man irgendwie will. Also wer da begabt ist, sag ich mal, kann da richtig coole Sachen mitmachen. Explode ist eigentlich klar. Ach, Explode habe ich geschrieben. Kann es sein, dass ich mich über Bubble einfach nur verschrieben habe? Das wäre natürlich ziemlich dumm. Aber wüsste ich eigentlich nicht. Egal. Explode sind die Explosionspartikel, die bei einem die bei einer Explosion auftauchen. Die bewegen sich in alle Richtungen ziemlich viel eigentlich. Dann haben wir Fireworks Spark oder mit einem S? Ne, mit zwei S. Das sind die Feuerwerkspartikel, die man hat, wenn man ein Feuerwerk abschießt. Die kann man jetzt nicht färben leider, aber im Spiel sind sie halt gefärbt. Meistens bewegen sich irgendwie in irgendwelche Richtung. Ist klar, was es ist. Dann Flame. Flame, das sind Flammen, die wir auch bei der Fackel gesehen haben. Die bewegen sich halt komischerweise in alle Richtungen. Also in der Fackel haben sie halt, werden sie halt immer wieder abgespielt und haben halt eigentlich so gut wie gar keine Speed. Also sind so langsam, kann man eigentlich Speed 0 geben. Ja, kann man. Hier sieht man es. Das sind diese Partikel mit Speed 0, die halt nach einer Zeit verschwinden, sind bei einer Fackel. Deswegen könnte man theoretisch auch eine Fackel aus. Könnte man theoretisch auch aus diesem Block eine Fackel machen, weil er einfach darüber zwei Partikel abspielt. Aber wie auch immer, kommen wir zum nächsten Partikel. Der nächste Partikel heißt Footstep und ist eigentlich ganz cool. Und zwar sind das diese Fußabdrücke. Die muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich noch nie gesehen. Also schon, habe ich schon gesehen. Ich habe die Partikel schon mal gemacht. Aber im Spiel werden sie, glaube ich, gar nicht verwendet. Also man hat ja keine Fußabdrücke, wenn man hier längs geht. Kann man aber machen, wenn man die ganze Zeit unter sich einen Footstep abspielt. Dann das Gegenteil von Angry Villager, oder fast das Gegenteil, ist Happy Villager. Das gibt's auch. Und das ist einfach nur ein grünes Teil, das sich jetzt nicht bewegt, weil ich ihm Speed 0 gegeben habe. Das ist ein grünes Teil, das sich immer noch nicht bewegt. Doch so ein bisschen nach außen bewegt sich das. Ganz bisschen. Das ist so ein komischer grüner Partikel, der abgespielt wird, wenn der Villager fröhlich ist, wenn man vielleicht mit ihm Handel gemacht hat. Und Hart ist auch klar, das sind ziemlich coole Partikel, das sind nämlich die Herzenpartikel. Damit kann man auch so tun, als würde man Zombies zum Beispiel paaren und so. Und spricht die einfach 100 Mal ab. Und der bewegt sich halt, ein bisschen nach oben. Wenn ich jetzt hier
halt den ein bisschen ausdehne, dann dehnt er sich halt auch aus. Der nächste Partikel ist Huge Explosion. Das ist, ja, die Explosion selber und nicht mehr die Explosionspartikel. Also es sind halt natürlich immer noch Partikel, aber jetzt ist es nicht mehr die Partikel um die Explosion, sondern die Explosion selber, wenn es Huge Explosion hat. Eine riesige Explosion. Boom. Boom. Die ist halt, ich weiß gar nicht, ob man die ausdehnen kann, ich meine nicht, weil es ist halt im Endeffekt nur ein Partikel, der sich immer gleich bewegt. Gucken, ob man dem überhaupt Speed geben kann. War schneller, oder? Ne, war nicht schneller. Ich bilde mir das nur an. Anscheinend kann man eben keine Speed geben. Dann gibt es statt Block Crack auch noch Icon Crack. Sollte eigentlich Item Crack haben. Ne, ist gar nicht Item Crack, sondern es ist das Brechen von Werkzeugen. Das Essen von Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Icon Crack, zum Beispiel Icon Crack 1 nehme, also ohne die Meterwaffe. Nehme ich hier halt von dem Item Stein die Zerbrechungspartikel sozusagen. Wenn ich das jetzt hier für, und das sind sozusagen die Zerbrechungspartikel von Spitzhacken, von werfbaren Tränken, wobei ich gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Die werden es ja nicht sein, oder? Und von Erfahrungsfläschchen. Ich gebe einfach mal diese ID hier. Ich gebe einfach mal Minecraft Potion ein und guck. Ah ne, das müssen ja Zahlen-IDs sein. 373 nehme ich einfach mal und guck, was passiert. Dann zerbricht ein Trank. Und es kommen nur ein paar komische Dinger. Ja, anscheinend steht im Minecraft-Wiki irgendwie. Also ich verstehe es nicht, was damit gemeint ist. Minecraft-Wiki. Aber auf jeden Fall auch das Essen von Essen ist damit hauptsächlich gemeint. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Kuchen essen. Ne, gar nicht wahr. Wenn wir jetzt hier einen Ofenkartoffel essen. 393. Kommen diese Partikel, die sozusagen das Zerbrechen, die zerbrechende Ofenkartoffel zeigen. So, dann gibt es Instant Spell. Das ist der, was ist das eigentlich? Ich guck mal. Sollen Trankeffekte sein. Spell wird da groß geschrieben. Trank der Heilung soll das verwenden in in bestimmten Farben. Achso, tatsächlich. Das sind die Partikel, die hier beim Trank der Heilung abgespielt werden. Nur gefärbt. Und beim Trank des Schadens, oder? Ja. Tatsächlich. Dann haben wir Large Explode. Das ist halt die kleinere Form von Huge Explode. Ich schreibe Explode immer falsch. Large Explode. Das sieht in dem Fall sehr seltsam aus. Ich nehme halt nur ein Partikel. Das ist halt dieses Kosche. Das sind halt nur die einzelne Partikel. Also wenn wir jetzt mal TNT explodieren lassen, dann sehen wir, es ist halt nur ein einziger Partikel dieser TNT-Explosion. TNT. Wenn TNT explodiert, das ist halt nur. Es sind halt diese ganzen Partikel. Und das Large Explode ist halt einer von denen. Also der wird bei TNT-Explosion relativ oft abgespielt. Und als nächstes haben wir
was haben wir denn als nächstes? Large Smoke. Da müssen wir jetzt einfach nur das Explode durch ein Smoke ersetzen. Und wir sehen, es ist der Rauch von Feuer, Enderkristallen, Lohn und angetriebenen Loren. Die Partikel gehen halt irgendwie relativ random. Ich mach mal 10 davon. Relativ random in alle möglichen Richtungen. Und auch ein bisschen nach oben, wie man sieht. Und dann gibt es Lava. Lava sind halt diese Lava-Spritzer. Also diese Spritzer da, die aus der Lava kommen, die sehen ziemlich cool aus. Wenn man davon ganz viele macht, sehen die sehr, sehr cool aus. Und ich habe gerade mein Spiel zum Absturz gebracht. Mit 100 Millionen Lava-Partikeln habe ich gerade anscheinend mein Spiel zum Absturz gebracht. Ich bin wieder da. Was lernt man daraus? Nicht 100 Millionen Lava-Partikel abspielen, sondern 100. Die sehen ziemlich cool aus, wenn man dem eine spezielle, also die ganz langsam macht und in eine spezielle Richtung nach oben zum Beispiel abspielt, dann sieht das auch ziemlich cool aus. Aber wie auch immer, der nächste Partikel heißt Mob Spell und das ist halt einfach nur diese Verzauberungspartikel, die jetzt schwarz sind. Und das sind halt die Partikel, wenn man verzaubert ist. Also auch die Partikel, die zum Beispiel beim Trank der Langsamkeit aufkommen, da unten, wenn sie, geworfen werden. Oder die Partikel, die man hat, wenn man verzaubert ist und die gehen, relativ random in alle Richtungen. Also was heißt random? Die streuen sich halt in alle Richtungen. Und dann gibt es Mob Spell Ambient. Das ist derselbe, nur halt mit gedämpften Farben. Und zwar ist das der Leuchtfeuereffekt. Also die Partikel, die man hat, wenn man vom Leuchtfeuer wenn vom Leuchtfeuer beeinflusst wird, zum Beispiel mit Sprühverstärkung und so weiter. Dann haben wir Note. Note sollte eigentlich klar sein, das ist eine Note. Das ist halt jetzt random, welche Note das ist. Kann man leider nicht einstellen. Kann man natürlich auch einfach hier mit Plattenspieler machen. Mit Notenblock. Aber ja, es werden halt alle Partikel hier abgespielt, die man im Spiel auch abspielen kann. Ich sag mal abgespielt. Ist ja keine Musik. Und Porte sind halt die Portalpartikel, die man auch bei einer Endertruhe und beim Enderman und bei einer geworfenen Enderperle hat. Die gehen halt, gebe ich ihnen mal einen größeren Speed, so wie es aussieht, gehen die, ich verstehe, die fangen gar nicht im Startbereich an, sondern die gehen von außen in den Startbereich rein, okay, ich verstehe. Da sieht man halt, stellt man sich vor, da wäre ein Portal und dann geht halt von außen, geht die halt von außen, treffen sich irgendwie in der Mitte. Als nächstes haben wir Red Dust. Das sind die Partikel vom Enderman. Und da sieht man's. Das sind tatsächlich bunte Partikel, also Partikel in alle möglichen Farben sehe ich gerade. Die vom Enderman. Gar nicht wahr, ich sag die ganze Zeit Enderman vom Enderauge, Entschuldigung, und natürlich und auch vom Redstone. Also es sind halt auch in der roten Farbe sind das halt die Redstone Partikel, die wir hoffentlich sehen. Da klappt sogar direkt. Da sehen wir die Redstone Partikel. Vergleich sind dieselben und auch beim Drachenei. Dann haben wir Slime. Slime ist halt klar, das sind diese
Slime-Partikel, die der Slime macht, wenn er aufprallt auf dem Boden. Also, ja, ist klar. Gehen halt auch nach außen. Und dann haben wir Smoke. Smoke ist Rauch. Und dieser Rauch kommt bei Fackeln, beim Braustand, bei brennendem Ofen, bei aktiviertem Werfer, beim Spender, beim aktivierten Endportal und gezündeten TNT und explodierenden TNT, also bei allen möglichen. Und bei dem Rauch ist anscheinend... Achso, ich habe eins die ganze Zeit genommen. Deswegen sind die alle so... Haben die alle so ein Speed drauf. Der Rauch geht halt ein bisschen in alle Richtungen und beim Ofen ist es halt nicht so stark. Also bei der Fackel zum Beispiel ist es... ist der Rauch halt, wie man sieht, geht halt nur ein bisschen nach oben und ist überhaupt nicht wirklich... überhaupt kein wirkliches Speed drauf. Dann haben wir Snowball Peef. Poof. Das ist das Zerbrechen eines Schneeballs oder eines Hühnereis. Snowball Proof. Da sehen wir es. Ja, das ist das Zerbrechen eines Schneeballs oder eines Hühnereis. Kann man, glaube ich, auch erkennen. Dann haben wir Snow Shoal. Das ist, wenn man Schnee mit einer Schaufel abbaut, dann kommen diese Partikel. Gehen halt auch wieder ein bisschen nach außen. Und Spell haben wir. Spell. Okay, ich habe mich geirrt. Das vorhin war wirklich nur für Player und Entities, dass dass hier diese Partikel von Werfer und Tränken sind, heißen Spell und nicht Mob Spell. Okay. Dann haben wir Splash. Splash ist dieser Effekt. Das ist so ein Regeneffekt. Also wenn Wasser auf den Boden kommt, dann kommt so ein Splash-Effekt. Das Ganze natürlich ein bisschen mehr und ein bisschen. Ja, man kann das ja alles einstellen, wie die Partikel abgespielt werden. Die werden halt nie so abgespielt, wie ich sie jetzt abspiele im Spiel. Die werden halt dann. Wenn Regen auf den Boden prasselt, dann sind das halt viel mehr Partikel, beziehungsweise werden viel langsamer oder schneller oder wie auch immer abgespielt. Dann haben wir Suspended. Und Suspended ist genial, denn es sind Luftbläschen unter Wasser. Und ich vermute mal, deswegen hat Bubble nicht funktioniert. Bubble war nämlich auch Luft, war nämlich auch Luftblasen unter Wasser. Okay. Die kann man nur im Wasser erzeugen. Die bringen an Luft gar nichts. Das erklärt auch das andere. Und Town Aura. Ein lustiger Name. Sind die Mützel-Effekte. Also sehen wir, die bewegen sich nur ganz wenig. Also eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt hier mal Mützel haben. Mütze. Dann sehen wir, das sind halt diese mini kleinen Teile da. Ups, ich hab mein ganzen Ton kaputt gemacht. Dann haben wir Wake. Das ist dieser Effekt. Das sind die Fischpartikel. Die erscheinen, wenn ein Fisch sich nähert. Normalerweise gehen sie halt so ein bisschen nach oben. Und gehen so ein bisschen, bewegen sich halt. In dem Fall sprühen sie halt hier auseinander in meinem Fall. Und dann haben wir Witch Magic. Und was ich vergessen habe zu sagen, der Befehl ist nur ab der 1.8 möglich. Also nicht in der 1.7 ausprobieren. Und das sind halt Funken, wenn eine Hexe einen Trank wirft, gehen halt so nach oben weg, also sprühen auseinander nach oben. Und ja, das sind halt Funken, die aufprallen, wenn eine Hexe einen Trank wirft. Dann haben wir jetzt noch drei Effekte, die nur in der 1.8
8 funktionieren, also die hier neu sind. Und zwar einmal ist das der Barrier Partikel. Barrier. Und vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, das ist dieser Partikel. Und bei dem ist halt 0.1 auch schon ziemlich lang. Also der Partikel wird ziemlich lang abgespielt. Und ja. Jetzt weiß man auch, dass dieses Barrier setzt und das in der Hand hält, dass das kein Block ist, den man da sieht, sondern ein Partikel, der auch erst weggeht, kurze Zeit nachdem man den Block abgebaut hat. Jetzt. Bei dem ist halt auch 0.1 schon relativ lang. Dann der kurze Partikel kommt als letztes. Da haben wir Droplet, das ist. Okay, bei dem sehe ich jetzt gar nichts. Das sollten Wasserspritzer von einem nassen Schwamm sein. Aber anscheinend funktionieren sie nicht. Wet Sponge. Ich roll die einfach mal hier hin. Diese wahrscheinlich da. Ah, diese wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich. Ich guck mal ganz genau hin. Ne, ich entdeck's nicht. Funktioniert vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Dann gibt es noch einen ungenutzten Partikel, der nennt sich Take. Und der ist wie gesagt ungenutzt und da passiert auch nichts. Und das Coolste kommt zum Schluss. Nämlich Mob. Jens. Nee. Jens. So. Hab's richtig geschrieben? Mob Appearance. Ja. Nein, Appearance. So, so ist es richtig. Mob Appearance. Und dieser Partikel seht selbst. Das ist dieser Partikel von einem, sollte ich vielleicht schneller abspielen? Oder langsamer? Ich weiß es nicht. Und der rumleckt. Vielleicht leckt er einfach rum. Es ist dieser Partikel von dem Super Elder. Also, ich weiß gar nicht, wie genau die heißen. Elder Guardian, meine ich ja. Elder Guardian. Die in den Unterwassertempeln eingefügt wurden in der 1.8. Die machen halt diesen ultra geilen Effekt, der normalerweise nicht rumleckt und deswegen ein bisschen cooler aussieht. Und der kann halt auch, der wird halt egal, wo wir ihn hinmachen, immer auf den nächsten Spieler gerichtet, also vielleicht auch für alle Spieler, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie genau der funktioniert. Okay. Spieler bis zu 16, in einem Radius bis zu 16 Blöcke bekommen diesen Effekt und der ist halt ziemlich cool, bei den Abspiel. Schade, dass man da keine eigenen. Den kann man doch bestimmt mit Texturenpaketen ändern. Das wäre extrem cool, wenn er so ein. Keine Ahnung, so ein. Das weiß ich, irgendein cooles Teil da so um einen rumfliegt. Ja, wie auch immer. Das war's jetzt von diesem Tutorial über Slash Particle. Natürlich sind alle Partikel in der Videobeschreibung als Liste, da wo ich auch reingeguckt habe, natürlich. Ich kenne die ja nicht auswendig. Und ja, das war's von diesem Tutorial über Slash Particle. Nächstes Mal kommt Slash Publish. Bei Slash Publish, ich guck mir das mal kurz an, gibt es glaube ich nur, ja, ein Befehl, bin Slash Publish, also das wird einfach. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich jetzt bestimmt schon 5-mal gesagt. Ciao.